Hallo liebe Camper, so heute machen wir mal ein Video am Tage. Mal schauen, ob wir noch jemanden in der Werkstatt finden. Also hier haben wir den Knaus, den wir jetzt hier zur Prüfung haben. Den machen wir jetzt fertig. Hier haben wir jetzt die Truma laufen, hier wird alles durchgecheckt. Dementsprechend, wir haben jetzt gebaut einen Wechselrichter. Wir haben hier eine Druckbombe verbaut. Da will ich euch zeigen, wie das mal ausschaut. Die haben wir hier verbaut. Hier haben wir es reingehängt, ihr seht es. Dann hat er eine Liontron gekriegt, die hängt hier unten. Das haben wir aber alles ja schon gesehen, wie die Sitze noch offen waren. Da habe ich euch ja schon alles gezeigt. Der ist jetzt fertig. Da checken wir jetzt einmal alles komplett durch, ob alles funktioniert, ob alles hundertprozentig arbeitet. Das machen wir immer so, heizen das Wasser auf, schauen, ob die Heizungen gehen, ob alles wieder dicht ist. Hier ist die Netzvorrangschaltung, ihr seht, die wird nochmal gecheckt, ob die Sicherungen dementsprechend alle funktionieren, die FIs und, damit es alles sauber und ordentlich hinhaut. Genau, dann haben wir ja hier unsere Webasto-Heizung, die schon ordentlich bläst. Dann haben wir unser Büttner Wechselrichter-Symbol oder Wechselrichter-Schaltpanel hier eingebaut. Dann haben wir unseren Maxvan hier hinten eingebaut. Also super toll und dementsprechend wird jetzt alles gecheckt. Dann haben wir überall noch die AirTune-Filter eingebaut. Ihr seht es hier, genau, da sieht man es. Also gigantische Luftverbesserung, muss ich wirklich sagen. Also ich habe die jetzt schon mehrmals verbaut. Das verbauen wir fast mittlerweile bei jedem Fahrzeug. Und das bringt echt richtig, richtig heftig. Also das bringt richtig was. Also die Luft wird um ein Vielfaches besser. Selbst hier in diesen Ausströmern haben wir es reingebracht. Auch da haben wir es reingebaut. Ihr seht es. Also auch hier wird richtig klasse. Oder ist richtig gut von hier. Also jetzt testen wir ja mal schnell fertig. Und hier haben wir eine kleine Reklamation zu bewerkstelligen. Genau, da müssen wir hier hinten, da müssen wir eine Leiste reinmachen. Dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Hier wird auch fleißig gearbeitet. Geflext, gehämmert, gebohrt, eieiei. Da wird gerade die Heizung verbaut, sprich die Webasto-Unterflur. Da muss man ein riesen Gehäuse dementsprechend noch einbauen. Das ist auch noch ein Riesen-Act. Also auch das wird alles erledigt. Ja, und dann kommen wir hier zu dem Fahrzeug. Der kriegt hier eine tolle Sache. Wir verbauen hier einmal Solaranlage, dann einen WCS-Booster, sowie auch hier zwei Akkus von Liontron. Dann kriegt er noch zwei Solarpaneele drauf mit je 160 Amperestunden, Wattstunden, Wattpeak, wie auch immer ihr da alle dazu sagt. WP natürlich in der richtigen Aussprache, aber 160 Watt. Wobei, das stimmt nicht ganz, die Büttner-Module haben sich verändert. Die haben jetzt pro Modul 170 Watt, also da passt richtig was rein. Dann machen wir hier zwei Liontrons rein. Hier hinten, den hat man ja schon mal gehabt, so ein Deadlift. Dann machen wir hier hinten dann entsprechend wieder den Wechselrichter rein, weil da haben wir schön Platz dafür. Und ja, dann gehen wir hier wieder richtig Gas und bauen das alles um. Schönes Fahrzeug, ein Deadlift auf Mercedes Sprinter Basis. Also eine tolle Geschichte. Das ist das, was wir alles so tun hier. Und dann haben wir hier unsere Solarpaneele schon liegen, dementsprechend, wo wir dann hier drauf machen. Guten Tag. Jo, so schaut's aus bei uns.
Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Morgen werden allein schon wieder 3 Autos abgeholt. Also hier ist richtig Bewegung, hier ist richtig was los. Und ja, in dem Sinn hole ich euch dann wieder dazu. Da steht unser Auto. So, jetzt geht's hier wieder weiter bei unserem Malibu. Hier seht, hier sind wir schon ein bisschen weitergekommen. Aber es ist halt wieder mal richtig viel zu tun. Weil ihr habt ja schon gesehen, wie hier der Solarregler montiert war. Den haben wir jetzt hier komplett hier neu befestigt, die Kabel alle neu gelegt, alles neu angeschlossen, weil das alte Zeug, das musste man gleich entsprechend alles abändern. Den, wie ihr gehört, richtig befestigt, nicht mit Klettband irgendwo hingeschraubt. Dann haben wir hier unsere sauberen Batteriehalter verbaut, damit wir den Akku auch richtig festmachen, weil von den Zubänder habe ich ja schon mal erwähnt, da halte ich überhaupt nicht viel davon. Das muss richtig massiv sitzen, damit der Akku keinen Zucker mehr machen kann. Und das ist halt genau hier mit gewährleistet. Das ist richtig sauber hier, Aluschiene, da sitzt der richtig fest, an der Konsole sauber verschraubt, da passiert nichts. Dann hier sauber angeschlossen, die ganze Geschichte. Dann mussten wir hier den ganzen EBL-Block versetzen, damit wir den Wechselrichter hier reinkriegen. Weil den haben wir hier hochkant reingebaut und den EBL-Block mussten wir komplett versetzen. Da haben wir auch ein bisschen die Kabelführung geändert, damit das alles sauber passt. Auch hier einen kleinen Verteiler gesetzt, damit das alles in Ordnung geht. Dann natürlich hier unsere Dieselpumpe, den Entnehmer hier reingebaut. Weil hier wird die Dieselheizung unterflur verbaut, wie wir es auch bei dem Knaus gemacht haben, wo ihr gesehen habt. Und dementsprechend das alles sauber funktioniert. Dann haben wir hier die Blende, wo wir die ganzen Ausschnitte neu machen, wo wir sauber anfertigen müssen, damit die ganzen Instrumente wieder reinbauen. Nicht wundern, da hängt jetzt gerade alles nur raus, da sind wir mitten im Tun, damit da alle Geräte wieder ordentlich und sauber reinpassen, damit es wieder sauber ausschaut, alles neu angeordnet, damit es alles passt, damit da der Kunde auch zufrieden ist und das nicht irgendwie so reingeschustert ausschaut. Ja, das sieht man schon, man hat immer viel zu tun bei so einem Fahrzeug, da kommt schon immer was zusammen. Das muss halt aber alles sauber und ordentlich sein. Hier haben wir auch unseren Masseverteiler gesetzt. Ich sage halt immer, Leute, setzt dann Verteiler. Warum muss ich auf einem Batteriepol 28 Kabel draufklemmen? Das ist alles Schwachsinn. Hoppala, jetzt ist der Gimbal abgestürzt. Jetzt geht's wieder weiter. Warum soll man da dementsprechend 28 Kabel draufsetzen? Das ist totaler Quatsch. Einen sauberen Verteiler gesetzt, absichern, Deckel drauf, dann schaut es sauber und ordentlich aus und dann hat man hier keinerlei Problem. So muss es richtig sein, so kann es auch funktionieren und dann ist es alles ordentlich. Und ihr glaubt gar nicht, was die Tage hier alles los war. Also echt verrückt. Positiv natürlich, im positiven Sinn. Hier haben wir jetzt den Detlefs, den wir dann fertig machen. Der kriegt Solaranlage und alles, Wechselrichter, Booster. Hier liegt er schon, der tolle WCS-Booster. Den wir dementsprechend sauber und ordentlich verbauen. Da hole ich euch natürlich in einem separaten Teil unbedingt dazu. Das ist ganz wichtig, damit ich euch das auch mal zeige, wie das alles funktioniert. Wobei ihr vom WCS natürlich von Götz schon viele Videos angeschaut habt, professionell, wie das ist. Da sieht man ja, und er hat es ja top erklärt. Also da ja, habe ich eigentlich gar nichts drauf zu setzen. Ich will euch natürlich aber auch mitnehmen bei mir auf dem Kanal, wie das dann so ausschaut. Und hier oben machen wir eine ältere Platte runter, weil er natürlich 2 neue Platten kriegt. Die kommt weg hier. Wir verbauen 2x 170 Watt Platten, damit hier richtig Power entsteht, mit einem anständigen Solarregler, damit da richtig was passiert. Und ja, da wird der Kunde Spaß haben, da hat er Autarkie pur. Hier haben wir Platz auf dem Dach für die eine Platte, nur die andere müssen wir hierher machen und dazu muss die natürlich weg. Aber das kriegen wir auch hin, das wollen wir jetzt dann bald angehen. Hoppala, so, hier haben wir schon wieder neue Platten stehen,
Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Die ActiveWire von der Firma WCS, wobei die schon alle verkauft sind. Aber auch die verbaue ich. Und ja, was habe ich erlebt? Ich muss euch sagen, also ganz wilde Geschichte. Kürzlich kam ein Fahrzeug hierher gefahren mit einem Problem. Seine Heizung geht nicht. Nagelneues Auto, noch keine 500 Kilometer drauf. Wurde ihm übergeben. Heizung natürlich nie geprüft worden. Trauerspiel. Da sage ich, Leute, bitte besteht's doch drauf, wenn ihr euer Fahrzeug vom Händler abholt, bitte lasst euch die Geräte vorführen. Nimmt das Fahrzeug nicht entgegen, wenn die Geräte nicht funktionsfähig sind, beziehungsweise euch nicht gezeigt worden sind, wie sie funktionieren. In dem Fall war es genau so, das Fahrzeug wurde übergeben, die Trümmerheizung wurde nicht getestet, der Kunde fährt weg, die Trümmerheizung geht nicht. So, der Kunde fährt wieder hin, dann wurde ihm die wilde Story vom Pferd erzählt und dann ist er wieder weggefahren, Heizung ging natürlich immer noch nicht. Dann kam er zu mir und dann haben wir festgestellt, ich mache es jetzt relativ kurz, dann haben wir festgestellt, und ihr müsst euch das mal vorstellen, dass das Kabel vom CB Plus, also von der Bedienungseinheit zur Truma, an etlichen Stellen eingezwickt und beschädigt war und somit die Heizung gar nicht zu bedienen war. Also die hätte auch der Händler nie einschalten können, weil das Kabel war von der Produktion her schon kaputt. Aber der Händler hätte es merken müssen. Und den Kunden das Fahrzeug so dennoch unterzujubeln in der Hoffnung, da passiert nichts, Leute, das geht doch nicht. Drum sage ich wirklich, wenn ihr ein Wohnmobil bestellt habt, die Übergabe ist, schreibt es euch selber auf den Zettel, prüft alle Geräte, lasst euch wirklich die Geräte vorführen, überzeugt euch davon, dass die Geräte laufen und dann kann man auch das Fahrzeug ohne Probleme übernehmen, bloß alles andere ist Quatsch, weil die Zeit muss sich auch der Händler nehmen und nehmt auch ihr euch die Zeit. Es ist echt wichtig, weil danach habt ihr nur Scherereien und das kann es einfach nicht sein. Jo, hier unsere ganzen AirTune-Filter. Mittlerweile ist es wirklich so, es geht hier kein Fahrzeug mehr raus, wo nicht diese AirTune-Filter verbaut sind. Da bieten wir das natürlich auch gleich an in unserer Werkstatt, wenn das Auto eh schon da ist, dass wir die auch gleichzeitig mit verbauen. Warum bin ich da so intensiv dran an diesen AirTune-Filtern? Ganz ehrlich, weil ich da selber wahnsinnig davon überzeugt bin. In meinem Fahrzeug ist es exakt so, dass die Dinger irrsinnig viel helfen. Die Luft wird um ein Vielfaches besser und ich bin echt ein Skeptiker. Aber auch ich habe selber probiert, ich habe die selber bei mir verbaut und ich habe in der ersten Nacht drin geschlafen. Also die Luftqualität ist wirklich ich will nicht sagen um Welten, aber es sind spürbar weitaus über 80-90%, wo einfach eine irrsinnige Verbesserung der Luftqualität da ist. Das ist einfach so, das kann man nicht mehr wegdiskutieren und es ist auch sogar messbar. Auch ich habe separat ein Messgerät extra gekauft, wo ich das nachmessen konnte. Also das ist irre. Also das ist wirklich irre. Ich bin da immer sehr überzeugt davon und auch immer ein ganz großer Fan davon, von der Firma AirTune, diese Luftfilter für die Truma-Heizung in den Ausströmern zu verbauen. Ihr tut's euch wirklich nur was Gutes. Gerade wenn man ein bisschen Stauballergie hat oder wenn man ein bisschen empfindlich ist mit den Nasenschleimhäuten und so weiter, aber auch generell für die Gesundheit. Also ich kann es euch nur immer wieder ans Herz legen. Gleichzeitig, da mache ich aber nur ein separates Video darüber, weil das ist auch ein wichtiges Thema, gerade für uns Wohnmobilisten. Hier ein kleines Kosmetiktäschchen. Nein, ist natürlich keine Kosmetik drin, sondern da sind ein paar echt effektive kleine Mittel drin. Zum Beispiel hier ein Geruchsbeseitiger. Gerade wenn man im Wohnmobil viel kocht, drin lebt, autark das Wohnmobil behandelt, dann kommen natürlich immer wieder Gerüche auf vom Kochen, von allem Möglichen, wo ein bisschen nachhaltig sind. Und hier mit diesem Mittel, drei Sprüher, eliminiert diese Gerüche. Also auch das konnte ich mir nicht vorstellen, ist aber wirklich so. Aber wie gesagt, ich mache da nochmal ein separates Video drüber, damit ich das exakt erkläre.
Glasreiniger zum Beispiel. Also der ist phänomenal, gerade für alle Scheiben, Fenster, Spiegel, gigantisch. Also das Ding, also meine Frau nimmt es mittlerweile zu Haus, echt Wahnsinn. Keine Schmieren, keine Schlieren, also top. Fleckenentferner. Das Gleiche, ein Fleckenspray, gerade für die Polster im Wohnmobil, ist ja immer mal eng. Trotz alledem kann mal passieren, dass sich mal was verirrt und man hat einen kleinen Fleck im Polster. Mit dem Ding nahezu alle Verschmutzungen, Alltagsverschmutzungen, ohne Probleme, die da wieder rausgehen. Und hier haben wir noch eine, ja, wie sag ich denn dazu? Das ist kein Duft, kein Duftding, sondern das vernichtet auch diese Umweltgerüche, die unangenehmen Gerüche einfach im Raum. Das ist ein Döschen, das mache ich auf, stelle es einfach in den Raum. Ich habe das zum Beispiel bei mir im Schreibtisch immer stehen. Also will euch bloß, ja doch, ich zeige es euch gleich. Bloß meinen Schreibtisch nicht anschauen, weil da schaut es immer aus wie gerade Bombe. Da steht es immer und das ist einfach ein ganz wohltuender Geruch, diese Zirbe. Das riecht so lecker, also ganz tolle Sache und tut auch die Luft angenehm gestalten in meiner Umgebung. Dazu auch immer das Tüchle, wo dabei ist für die Mittel, dass man das anständig annutzt. Aber wie gesagt, da machen wir nochmal ein separates Video, weil das ist echt eine tolle Sache. Und ich würde es nicht sagen, wenn ihr nichts davon, also wenn nicht das wirklich so wäre und wenn man da, weil ich bin kein Schwätzer, der irgendwas erzählt, das will ich auch gar nicht. Doch von den Dingen bin ich wirklich echt überzeugt und die helfen wirklich. Und ich kann es euch auch zeigen, wartet, also bitte nicht erschrecken über meinen Schreibtisch, weil da schaut es immer nach irrsinnig viel Arbeit aus, aber hinter der Kaffeetasse, hier steht es immer. Das ist so ein Gelee-artiges Ding, da steht es immer drin, also echt toll und es ist ein ganz angenehmer Geruch, also es ist richtig lecker. Ja, hier sitzt der WCS-Bär, den habe ich geschenkt bekommen vom WCS mit unserer Lieferung, also der muss natürlich hier an meinem Schreibtisch sitzen, das ist ganz klar, hat einen Ehrenplatz, ganz toll. Dann möchte ich mich noch kurz bei einem Kunden bedanken. Schaut euch das an. Sind die Kunden nicht lieb? Haben wir geschenkt bekommen für unsere Werkstatt, für unsere Jungs, die hier fleißig gearbeitet haben, waren die Knausfahrer. Ihr wisst, wen ich meine. Ich sag nur mal an euch einen ganz, ganz lieben Dank. Also das ist echt mega. So ein bisschen Nervennahrung, da freuen wir uns ganz, ganz riesig, weil das auch alles nicht selbstverständlich ist. Und dann nochmal ein ganz, ganz lieben Dank. So viel süße Gummibären und hier einen eigengerösteten Kaffee. Wow, also da kann ich bloß sagen, ganz lieben Dank. Echt überwältigend und da freuen wir uns ganz riesig. Und solche kleine Gesten wissen wir ganz euch zu schätzen. Ist alles nicht selbstverständlich und ja, da bin ich ein bisschen gerührt, weil da sage ich einfach, wow, das ist einfach nur toll. Die ganze Camper-Szene ist toll und es ist schon ein besonderer Schlag, solche Menschen, also einfach toll. Jo, in dem Sinn habe ich jetzt nur noch ein Anliegen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Pfingstwochenende. Genießt, wo ihr auch immer seid, wahrscheinlich ein bisschen unterwegs, habt ihr recht mit eure Fahrzeuge und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei, wo ihr auch hinfahrt, tolles Wetter, ich hoffe es wird nur ein bisschen besser und genießt es ein bisschen, Montag haben wir ja Feiertag und ja, in dem Sinn, über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich, genauso wie über ein neues Abo. Da sage ich auch ganz herzlichen Dank. Auch das ist alles nicht selbstverständlich. Und wir nehmen euch weiter mit auf unsere technischen Reisen, wo wir hier alle noch veranstalten. Da wird es in nächster Zeit nur ganz viel Neues geben, auch in der Kooperation mit WCS. Da freuen wir uns auch ganz herzlich. Da werden wir auch demnächst selber mal hinfahren. Habe auch gestern nochmal mit dem Götz telefoniert, längere Zeit. Ganz tolles Gespräch, ganz toller Mann, ganz tolle Firma. Und auch da sagen wir in diese Richtung lieben Dank. Und wir geben Vollgas und euch alles Gute. Bis bald, macht's es gut, eure Mikas und schöne Grüße aus Dingespiel. Ciao!